Frage ist jetzt, bringt mir der ganze Geschiss was? Da ist noch ein Monolith, den würde ich gerne nehmen. Also meine Verkleidung, bringt die mir noch was oder nicht? Schlucki! Alles klar, wo gibt's denn hier noch ein... Ich habe diese Giftfalle noch nie benutzt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Von daher habe ich nicht die geringste Ahnung. Halt an Felswänden. Was ist hiermit? Ich habe keine Waffen. Nein! So, und jetzt nach oben. Jawohl. Die zwei Mädels machen das. Meinst du, das waren die letzten? Im Moment. Wir müssen schnell zur Oberstadt. Du gehst vor. Das beschreibt etwas in der Nähe. Ein vormals wilder Krieger, aufgestellt zur Warnung. Ich fiel aus seinem Mund und liege nun zu seinen Füßen. Was? Ein wilder Krieger? Ein... Moment, das will ich mir jetzt in Ruhe angucken. Ein vormals wilder Krieger, aufgestellt zur Warnung. Ich fiel aus seinem Mund und liege nun zu Füßen. Also irgendwo... Im Endeffekt ist es so. Okay, hier kann ich nicht rüber. Kann ich mich verstecken, bringt nur nichts. Irgendwo ist ein wilder Krieger. Irgendeine Mahnstadt. Ich glaube, ich hab's. Recht easy, aber gut. Das hätte ich mir gleich denken können, dass ich da nochmal hin muss. So, hier ein wilder Krieger. Und das ist aus dem Mund gefallen. Alles klar. Das musste bestimmt auch der Monolithenschatz. Ja, super. Wunderbar. Gut. Ich traue der Brücke eigentlich nicht, aber was bleibt mir anderes übrig? Ich glaube, das war's. Gehen wir. Ist aber ein langes Gefängnis. Ich glaube, die kommt eigentlich ganz gut zurecht. Aber wie komme ich da jetzt durch? Nimm den Schlüssel. Okay. Jetzt können wir uns einigermaßen sicher aus der Stadt bewegen. Das war gar nicht mal so unklug. Die Sonnenfinsternis kommt. Wenn es soweit ist, muss die Schatulle geöffnet werden. Die Verlockung der Schatulle ist sehr mächtig. Sie wird mich anziehen und probieren, mich in Versuchung zu bringen. Mit einer einfachen Lösung für unsere Probleme. Doch sie wird mir nur meine innersten, geheimsten Wünsche zeigen. Ich habe mich darauf vorbereitet, ihr zu widerstehen. Amaru hat die Schatulle noch nicht gesehen und dennoch beherrscht sie bereits seinen Geist. Das Volk ist Paititi. Wir können nur durch unseren gemeinsamen Willen überleben. Aha. Wenn Amaru Paititi nach seinem Willen neu erschaffen will, würde er es zerstören. Ja. Es gibt viele Bedrohungen von außen. Doch Risiken sind ein Teil des Lebens.
Wir müssen ihnen begegnen, um uns selbst treu zu bleiben. Mhm. Woher weißt du, dass du der Macht widerstehen kannst, wenn du sie hast? Gar nicht. Das weiß ich nicht. War mir klar. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Wir müssen gehen. Mhm. Also müsste ich auch in Brand stecken. Was ist das Purpurfeuer? Es ist mein Schicksal. Der Legende nach wurden der Schlüssel von Chak'Chell und die Schatulle von X'Chell im Himmel geschmiedet, um einem einzigen Zweck zu dienen. Die Sonne zu zerstören und wiederherzustellen. Das Ritual kann nur während einer Eklipse vollzogen werden. Sobald es abgeschlossen ist, trägt der erwählte Avatar die Macht der Sonne in sich. Nachdem er somit zu Kukulkan, dem Gott der Schöpfung, geworden ist, muss er diese Macht opfern und freisetzen, um die Sonne wiederherzustellen. Allerdings verlockt die Schatulle die Leute mit Visionen einer idealisierten Welt, die sie mit dieser Macht erschaffen könnten. Eine ihrem eigenen Geist entsprungene Fantasie, eine vollkommen neue Realität, deren Preis die Zerstörung der jetzigen Welt ist. Alles klar. Das hat was mit Kukulkans Opfer zu tun. Suche deinen Spiegel, wenn das Purpurfeuer qualmt. Es ist mächtig und macht dich verantwortlich. Mehr weiß ich nicht. Finden diese Kreaturen auch mal den Weg hier rein? Schnell mitgenommen. Kreaturen? Sie greifen an. In den Höhlen bei Patiti haben sie gegen Trinity gekämpft. Und an dem Altar mit der Schatulle haben sie mich attackiert. Meinst du die Yaxil? Yaxil? Sie waren groß und schnell. Hungrig. Fast schon verzweifelt. Das sind keine Kreaturen. Sie sind mehr als das. Ja, wir haben sie in Massen abgemetzelt. Easy. Der Schlüssel von vorhin müsste passen. Alles klar. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, Facecam, Webcam möglich, aber dann bitte Bescheid geben. Deswegen, ja, ich mache die erstmal immer so ein bisschen aus, aufgrund von Ressourcen-Dings. Aber es läuft ganz gut. Bin halt nur gespannt, ob ich mir den Stream irgendwie auch nochmal downloaden kann, selbst als Creator. Da gibt's viele Legenden. Es ist lang her. Aber Paititi verdankt ihnen seine Sicherheit. Sie beschützen es? Ich weiß nicht, ob das ihre Absicht ist. Aber im Grunde tun sie das, ja. Greifen sie denn nie die Stadt an? Nein. Wir leben in einer Art Kooperation. Ich denke, Amaru plant eine öffentliche Opfergabe. Eines Rebellen? Wir müssen eingreifen. Nein. Nicht unvorbereitet und mit Gefahr für die Schatulle. Der Krieger, der geopfert wird, würde lieber sterben. Alles klar. Naja. Bleib bei mir und tu's mir nach. Die Menge könnte aufbegehren. Wie gesagt, ich hoffe, dass Twitch mir die Möglichkeit gibt, mir den Stream nochmal runterzuladen. Dann kann ich den als Let's Play zusammenfügen, wie wir das bei den YouTube-Streams gemacht haben. Ihre Anführerin, Unuratu, eure Königin, ist in meiner Gewalt, aber sie ist noch nicht verloren. Heute bieten wir Kukulkan ein Opfer dar. Als Bitte und Schutz vor der nahenden Sonnenfinsternis. Dieses Opfer ist für den Rebellen die Erlösung. Mögen die Übrigen auch das Licht erblicken. Muss ich mir jetzt angucken, wie der Typ da geopfert wird? Oh, scheiße. Amaru sprach von einem Ende der Gewalt. Für ihn ist das Mittel zum Zweck. Yo, man kann's auch übertreiben. Alter Schwede. Und die Menschen feiern das noch. Ja, super. Na gut. Das Grab ist hinter der Tür. Lassen die uns einfach rein? Die sehen nicht so danach aus. Wir müssen eigentlich mit unseren fetten Backen hier die Leute alle irgendwie aufgerissen haben.
So wie wir uns durch die Menge quetschen und so an unseren Wangenknochen so extrem dicke... Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Das passiert. Not bad, not bad. Bluppi, noch da? Da oben, auf der Statue. Super. Ich pass aufs Tor auf. Dauert nicht lang. John, alter Schwede. Das Kaisergrab ist in der Nähe. Wir sind am Fluss, bereit dich und Umurato rauszuholen. Melde dich, wenn ihr bereit seid. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Okay, hier ist alles voll. Lass mich raten, wenn ich das Grab betreten habe, wird hier alles voller Wachen sein. Irgendwie sieht das für mich so danach aus. Noch kann ich mich hier safe bewegen. Aber wahrscheinlich nicht auf Dauer. Das wird wieder eine schöne Sneaky-Action. Und ich werde es voll verkacken, ich kenne mich doch. Das ist so herrlich. Ah, da ist ja die olle Schrapnelle wieder. Nee, da komme ich nicht hin. Okay, da muss ich irgendwie anders dahin. Es erinnert mich so ein bisschen an, klingt jetzt vielleicht banal, aber es erinnert mich so ein bisschen an Star Fox Adventure, die Tempelstadt. Aha. Nee. Altes, schönes Gamecube-Titelspiel. Sehr schönes Spiel. Könnten wir eigentlich auch mal streamen. Noch. Ich bin so ein Horst manchmal. Nee, weißt du was? Erstmal ins Wasser. Erstmal ins Wasser. Ich habe da was gesehen. Ach, das sind nur Pflanzen. Ich dachte, die werden... Okay. Ich komme auch nur von einer Richtung dahin. Alles klar. Gut. Nee, ich dachte, ich hätte da irgendwo noch ein paar Dingsbums gesehen. Ein paar... Diamanten. So. Digga. Ich muss jetzt mal hier auf der Nase rumtanzen. Wow. Jetzt netten Söschen machen. Gut. Wie komme ich heim? Sieht aus wie mein Eingang. Aha, das geht also auch. Interessant. Mittlerweile. Lara, wo bist du? Im Kaisergrab. Gleich habe ich, was wir brauchen. Wir sind bereit. Gut. Die kann ich mir angucken, bringt nur nichts. Oder? Jemand hält die Feuer am Brennen. Diese Person wird verehrt. Mhm. Weg damit. Das mitgenommen. Oh. Manchmal muss man einfach das Genick knacksen lassen. Der Altar ist gewaltig. Das muss ein wichtiger Herrscher gewesen sein. Okay. Das ist nur ein Grab. Dem muss ich irgendwas machen. Ich will mich aber vorher noch mal umgucken. Der Inka-Einfluss ist unverwechselbar.
Das war's. Ist aber ein bisschen... Okay, ich dachte, ich muss da irgendwas abknallen oder so. Cutscene! Endlich nimmst du mal dieses hässliche Ding vom vom Kopf. Obwohl ich die Lara aus dem 2013er Tomb Raider so vom Gesicht her besser fand. Der Kult muss nach seinem Tod gegründet worden sein. Ja, wahrscheinlich. Okay, die Eclipse und der Reiher. Was habe ich übersehen? Guck mal hinter dich. Moment. Hat Lopez das hinterlassen? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale. Das Herz der Schlange befindet sich in der... Ich glaube, jetzt geht's rund. Jupp, jetzt hält uns unsere... Wow! Danke, Schwester! Yeah! Sister, Fister, Sister Lister. Naja, ist klar. Wow, Turmspringen, Note 1. Oh, ist das mies. Nein! Hier ist Commander Rock. Wir haben eine Spur zur Schatulle. Schickt ein Team für Kraft. Du Bastard. Das hat die jetzt echt nicht verdient. Nicht so ein Tod. Nein. Oh, ist das mies. Das hier Ätzli. Er ist der rechtmäßige Erbe. Er muss jetzt bei Titi führen. Er ist noch jung, aber sehr stark. Sein Wesen ist so edel wie sein Blut. Geh nicht, rede weiter mit mir. Vergiss nicht, die Versuchung der Schatulle. Widerstehe. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Gute Nacht. Die schläft nur. War eine gute Nachtgeschichte. Ich werde dich nicht enttäuschen. Na, das schaffen wir schon, Lara. Na. Jetzt geht's los. Okay, der hat Sichtkontakt. Die haben alle Sichtkontakt. Scheiße. Ich muss erstmal warten, bis sie sich so ein bisschen verteilen. Och Mist, genau im falschen... Ach, scheiße. Ach, ist doch scheiße. Ich wollte mich da so schön durchsneaken und dann immer so eine Sekundenkacke, ey. Ja, Kukulkan hier am Arsch. Och nee, ernsthaft? Ach Mist, das ärgert mich jetzt, dass ich mich da nicht durchsneaken kann. Nur wegen so einer Scheißaktion.
Schön, dass er den noch getroffen hat. Warum? Was soll denn das? Hi, Bubi. Warum ziehst du denn jetzt nach oben, Mädchen? So, wo ist die nächste Sau? Da. Da ist doch noch einer. Das war jetzt kein Kopf. Tut mir leid, ich bin, was Shooter angeht, jetzt echt kein Meisterschütze. Aber ich kann überleben. Super. Man möge es mir verzeihen. Ja. Passt. Ich hoffe, ich kann jetzt endlich dieses hässliche Outfit ausziehen. Das passt einfach nicht zu Lara. Es ist einfach viel zu klobig und klumpig. Ja gut, die hat ja jetzt den... Jonah, wo bist du? Ich bin unten beim Anleger. Ich sehe dich. Hey, kann sofort losgehen. Bin unterwegs. Alles klar, Mädchen. Let's go. Bam, 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 bam. Wo ist Unuratu? Macht ein Nickerchen. Das war ein Hinterhalt. Sie starb im Kampf gegen Trinity. Oh nein. Ja. Wo ist meine Mutter? Macht Haya. Brauch noch ein bisschen. Deine Mutter... Sie hat hart gekämpft. Aber das ist das Anführeramulett. Jetzt bist du der Anführer. Alles klar. Eine Kriegerin. Bluppi, bist du noch da? Hast du Bock? Können ja mehrere Sachen spielen. Wenn wir die Sonne nicht wiederherstellen, finden wir. Keine Ahnung, wir können Paarabend spielen, lol, wenn du Lust hast. Auf keinen Fall. Ich nehme an, Black Desert hast du leider nicht. Ich will jetzt nicht nur Tomb Raider spielen. Königin Unuratu lebt weiter. In uns. Uchu, hilf ihm mit dem Boot. Und dann werde ich gleich mal abspeichern. Die Rebellion muss siegen. Willkommen zurück. Mit der Schatulle. Nein! Wieso? Warum nicht? Viel Erfolg. Wenn ihr zurückkehrt, sind wir bereit. Ist wahrscheinlich nur noch gerade am Quatschen. Ach so, okay. Und was jetzt? Wir fahren zurück nach Kuwagyaku und sehen dann, wie es weitergeht. All das für ein weiteres Rätsel. Und was stand da? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Tja, ist besser als nichts. Vermutlich, ja. Ach, schon wieder. Weißt du, da bewegst du einmal das Mikrofon und dann gleich so eine Scheiße. Sekunde. Was ist das?
Och nö, jetzt kommt so ein Ding, ey. Oh, Lara, du bist ganz, ganz gut getroffen. Nicht so geil. Kann ich speichern? Nee, ne? Befürchte nicht. Ey, dann würde ich... Oder Jonah ist gerade beschäftigt. Das ist diese Spinne. Das ist wirklich nur diese Kackspinne. Und ich weiß noch nicht, warum. Ich hab sie direkt vor mir. Keine Bewegung. Oder ist es das Mischpult? Alter, jetzt aber... Yo. Such da drüben. Ja, super. Alter, das mit dem Mikrofon geht mir manchmal so auf den Sack. Entschuldigung, es tut mir wirklich leid. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?